Hey Moonies, herzlich willkommen hier bei uns auf der Animaco in Berlin. Wir haben den 30. Oktober 2016. Es ist der letzte Tag. Das große Finale von Sailor Legend hat begonnen. Und ja, wir wurden eingeladen auf der Animaco, das große Finale der Ankunft der neuen Legende zu feiern. Und wir sind hier in unserem eigenen Sailor Moon Crystal Bereich und wir möchten euch einen Rundgang geben. So. Fangen wir doch hier einfach an. Getreu unserem Motto, im Namen des Mondes informieren wir euch. Machen wir das natürlich auch. Wir informieren über unser Projekt. Was ist Sailor Moon German? Was war Sailor Legend? Es war eine großartige Kampagne, die die Ankunft der neuen Legende Sailor Moon Crystal gefeiert hat. Und wir wollten einfach das Finale mit euch feiern. Deswegen haben wir es sehr minimalistisch gehalten mit Programmpunkten etc., weil die Fans im Mittelpunkt standen. Und das sieht man zum Beispiel wunderbar in unserem Bereich. Wir waren ja schon letztes Jahr hier und haben hier Sailor Pride gefeiert, aber wir haben gelernt und haben einfach versucht, mehr das Kennenlernen zu vermitteln. Deswegen haben wir auch sehr viele Sitzgelegenheiten hier bereitgehalten und das hat sich schon natürlich bewährt. Viele Fans sind hergekommen, haben sich ausgetauscht, haben mit uns geredet. Vielen Dank nochmal, ich finde das echt eines der schönsten Dinge überhaupt, dass man sich so kennenlernt, denn Internet, klar, schön und gut, aber ich möchte es live haben. Und ja, nochmal einen kurzen Blick auf unseren Stand. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die noch übrig geblieben sind vom Crowdfunding her, unsere Sailor Legend Buttons zum Beispiel oder unser Magazin. Denn wir informieren euch natürlich auch im Internet, aber auch in einer gedruckten Fansize-Form. Hier noch unsere Daisy, die leider nicht mehr dabei ist im Team. Viele, viele Fans kamen über das Wochenende her und haben nach Daisy gefragt. Daisy, falls du das siehst, liebe Grüße nochmal im Namen aller Fans. Und ja, wir haben hier noch als Erinnerung die Sailor Pride CD vom letzten Jahr aus der Sailor Pride Zeit. Was ich auch sehr schön fand, und deswegen liebe ich die Szene, wir haben sogar ein Geschenk bekommen, eine Sailor Moon Uhr. Echt sehr, sehr cool. Hat uns auch super geholfen jetzt mit der Zeitumstellung, dass wir uns dann orientieren können. Und hier an unserem Stehtisch haben wir auch unser Sailor Legend Buch, was wir das ganze Jahr fleißig auf allen Conventions mitgenommen haben. Und hier sind halt sehr schöne Erinnerungen, was die Fans, was ihr legendärster Moment bei Sailor Moon war. Und hier konnten sich die Fans immer noch eintragen. Und ich finde das sehr, sehr schön, wenn man sich dann nach Jahren das nochmal durchliest und sich einfach an diese tolle Zeit erinnert. Sehr schön, was wir an Messages über dieses ganze Jahr gesammelt haben. Das müssten wir mal alles einscannen und hochladen auf unserem Blog. Aber gibt uns noch etwas Zeit. Ja, und hier habe ich es mir schon mal gemütlich gemacht in unserer Stage-Bereich quasi. Wir haben heute oder hatten auch die Tage wichtige Programmpunkte mit tollen Ehrengästen, nämlich euch, weil wir wollten den Dialog zu euch suchen. Sailor Moon-Fans, zeigt euch. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt und uns es hier gemütlich gemacht und haben Talkrunden gestartet. Was findet ihr toll an Sailor Moon Crystal, was sind eure Lieblingscharaktere und dass man sich einfach kennenlernt. Und da hatten wir tolle Unterstützung vom Sender Animax bekommen. Diese haben uns zum Beispiel diese tollen Sailor Moon Crystal Fächer für die Fans zugeschickt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Aber nicht nur das gab es, sondern auch diese tollen Poster passend zum Start der zweiten Staffel von Sailor Moon Crystal auf Animax. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, den Sender an sich gibt es nicht mehr, leider im Pay-TV, was heißt leider, sondern man kann ihn on demand gucken und da lief jetzt die zweite Staffel, die jetzt auch komplett auf DVD erschienen ist und wir wünschen und hoffen natürlich, dass es da auch irgendwie weitergeht, aber das erfahrt ihr natürlich alles bei unserem Blog, wenn es soweit ist, wie, was, wo, wie. Und hier hinten haben wir dann auch unsere Medienzentrale, die dafür sorgt, dass natürlich sehr viele Sailor Moon Musik gespielt wird und hier bauen wir schon fleißig auf und sorgen einfach für eine gute Stimmung, denn ja, was wäre ein Sailor Moon Bereich ohne die passende musikalische Untermalung? So, wir gehen mal weiter zu unserer Chill-Out-Area und da hat uns
Karsee wunderbar geholfen. Vielen Dank dazu. Nicht nur haben sie uns das passende Mobiliar verschafft, sondern auch die passende Atmosphäre der Sailor kreieren, ganz getreu im Sailor Moon Crystal Style. Und hier konnte man das ganze Wochenende die Fans beobachten, die sich einfach hier niedergelassen haben, sich kennengelernt haben und einfach eine schöne Zeit hatten. Das muss auch mal sein. Auf einer stressigen Con braucht man einfach eine Rückzugsmöglichkeit. Und ich glaube, ich bin durch die ganze Con gelaufen und das war hier so die schönste Chill-Out-Area, die man hatte. Und einfach wunderbar. Und wenn man sich dann erholt hat, konnte man Kräfte tanken, um eines zu machen. Einkaufen. Und direkt gegenüber befinden wir uns quasi im Sailor Moon Merchandise Paradies. Und hier haben wir die Jessica von Figuya. Hi. Hallo. Du sorgst hier für die passende Merchandise-Untermalung. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ein ganzer Stand nur mit Sailor Moon Merchandising. Denn in den letzten Jahren, seit dem 20. Jubiläum, ist ja wirklich sehr, sehr vieles erschienen. Und Figuya ist einer unserer liebsten Partner, die uns dabei unterstützen, Sailor Moon Merchandise mehr nach Deutschland zu bringen. Und wie waren denn deine Eindrücke vom Wochenende bisher? Es hat uns hier auf der Animaco mal wieder super gut gefallen. Wir haben eigentlich alles dabei, was wir so von Sailor Moon bei uns im Onlineshop haben. Total der Renner im Moment sind natürlich auch die ganzen Make-up-Produkte. Da haben wir Eyeliner, wir haben Lippenstifte, Puderdosen, wir haben sogar Parfüm oder Essstäbchen. Das ist halt auch was, was man benutzen kann. Hier der Renner sind natürlich auch immer hier die kleinen Broschen zum Beispiel. Die sind halt ein sehr beliebtes Mitbringsel, wenn man Sailor Moon Fans unter seinen Freunden hat, bringt man gerne nochmal so eine kleine Brosche mit. Wie schätzt du das ein? Ich meine, wir sehen uns ja auf vielen, vielen Conventions. Ist der Hype zu Sailor Moon stärker denn je in den letzten Jahren? Denn klar, so viel Merchandise, glaube ich, gab es zuletzt in den 90ern. Oder wie fasstest du denn auf? Gibt es diesen Bedarf an Sailor Moon in Deutschland? Na klar, der Hype ist in Deutschland auf jeden Fall noch da. Und Sailor Moon ist einfach die Serie, die Anime und Manga nach Deutschland gebracht hat. Das merkt man auch immer noch. Und auch die Fans von damals aus den 90ern sind immer noch viele dabei und freuen sich, dass es jetzt wieder Merchandise gibt und dass ihr immer so tolle Fantreffen organisiert. Vielen Dank. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr mit dabei seid und uns da tatkräftig unterstützt. Und wie hier zum Beispiel eine schöne Vitrine. Es gab hier auch viele tolle Sachen zu bestaunen, die man so eigentlich aus Japan kennt, von den ganzen Bildern. Deswegen wollten wir auch dieses Stück Japan mit nach Deutschland bringen. So, jetzt befinde ich mich quasi auf dem Mondpalast. wir haben hier eine wunderschöne Fotostage für die ganzen Cosplayer aufgebaut und ich habe schon gesehen, dass sehr, sehr viele hier Fotos geschossen haben. Ich meine, das Bild ladet auch wunderbar dazu ein. Und ja, auf dem Mondpalast gibt es natürlich sehr, sehr viele Schätze, die wir hier auch ausgestellt haben, dank der Unterstützung von Tamashii Nations und Bandai. Und hier haben wir eine wunderschöne Vitrine, die ihr auch von, sage ich mal, internationalen Messen her kennt. Finde ich auch wunderbar hier unten, Pretty Guardian Sailor Moon. Und was ist denn hier drin überhaupt? Werfen wir doch mal einen Blick rein. Hier haben wir top aktuelle Produkte der Proplica Serie oder von Bandai noch andere tolle Sachen. Und der Augenschmaus schlechthin ist natürlich die neue Princess Serenity Figur, die es erst seit ein paar Wochen in Japan gibt und demnächst auch hierzulande. Da hat uns unsere Partner Tamashii Nations diese zugeschickt. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und ich finde es einfach wunderschön, denn diese Bilder, auch das ganze Setting, kennt man ja eigentlich nur von Japan, ja von Akihabara etc. Und ich finde es schon cool, dass wir das in Deutschland auch feiern können und auch dieses kleine Stückchen Japan mit hier bringen können. Und die Aufmachung ist, wie gesagt, wunderschön und eine Erinnerung wert. So, aber wir haben noch eine Vitrine für euch dekoriert. Da haben wir auch tolle Unterstützung bekommen. Wir feiern ja eigentlich den Black Moon Clan wunderbar dieses Wochenende. Wir hatten auch den Max Felder da, die neue Synchronstimme von Sapphire. Und wir haben auch das Setting etwas so angepasst, dass es etwas dunkler wirkt. Und hier haben wir die neuesten Produkte aus Japan, die es
auch hier bei Figuia zu kaufen gibt. Und alles etwas, natürlich auch im Crystal-Style gehalten, mit den ganzen Steinchen. Das wird echt lustig, nachher die alle aufzusammeln. Aber wir haben da echt keine Kosten und Mühen gescheut, um einfach ein schönes Bild zu erzeugen. Es ist echt erstaunlich, wie viele Produkte mittlerweile auf den Markt gekommen sind und man kann sich echt kaum entscheiden. Also Sailor Moon Fans haben es wirklich sehr, sehr gut in der jetzigen Zeit, wenn ich mich an die 90er erinnere. Da gab es auch schon vieles, aber sage ich mal so von der Qualität her nicht gerade das Beste, aber man war einfach froh und dankbar. Und ich spüre diese Dankbarkeit auch heutzutage noch, vor allem wenn ich dann diese fröhlichen Gesichter der Sailor Moon Fans sehe, die sich dann das kaufen. Und die Produkte sind auch für Leute wie in unserem Alter, Mitte 20, Mitte 30 angelegt, die einfach als kleine Kinder Sailor Moon geschaut haben und jetzt wieder in den Genuss kommen. Und man kann auch vieles verwenden, also Make-up-Produkte, Sammlerfiguren, es ist wirklich für uns älteren Moonies gedacht und das ist einfach wunderschön. So, das war's auch mit unserem kleinen Rundgang durch den Sailor Moon Crystal Bereich auf der Animarco. Wir hofften, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in das Geschehen und hier haben wir auch schon die letzte Sailor Moon Crystal Box der zweiten Staffel, die bei Kase jetzt am Wochenende passenderweise erschienen ist und ja, damit ist die neue Legende vollständig in Deutschland angekommen und ihr wart alle ein Teil davon. Unsere Mission Sailor Legend ist erfolgreich geglückt. Und es wird einfach ein wunderbarer Moment sein, wo man nicht nur ich, sondern wir uns alle in 20 Jahren daran erinnern können, als Sailor Moon Crystal hierzulande angekommen ist, waren wir alle dabei. Und lasst uns zusammen den letzten Tag feiern. Und ich würde einfach sagen, meine Damen, lasst uns die Tore öffnen und den letzten Tag auf der Animarco Sailor Legend feiern. In diesem Sinne, make up! Wir wünschen euch alle noch sehr, sehr viel Spaß auf der Animarco, bei unserem Blog und vergisst nicht, im Namen des Mondes informieren wir euch.